Momentan gibt es ein Thema, welches sich wie eine Heuschreckenplage in den ganzen Social Media Kanälen verbreitet, und zwar die EU-Verordnung, dass man nun Insekten mit in Lebensmittel beimischen darf. Vorneweg möchte ich klarstellen, dass ich nicht missverstanden werden möchte. Das heißt, ich finde es wichtig und richtig, diese Sachen auch neutral an die Leute zu bringen, die sie auch zu informieren. Allerdings ist es bei diesem Thema, wie auch immer bei solchen Sachen, sehr emotional aufgeladen, wo man dann wieder solche Kommentare liest, dass man die Politiker uns krank machen möchte, dass die Autorität ist, die EU, dass die ganzen Politiker alle auf eine Insel gehören und so weiter. Gibt dann noch viele weitere unschönere Kommentare, die da mitgefallen sind. Es ist dann doch ein bisschen lustig und auch unnötig, diese Emotionalität, weil es ja auch nicht seit kurzem bekannt ist, dass die EU jetzt autoritär handelt, nicht zum Wohle der Bürger und der Völker bzw. zu den Menschen, und es schon sehr viele Skandale auch in diese Richtung gab. Die Liste der Lebensmittelskandale der Vergangenheit ist auch recht lang, zum Beispiel das Beimischen von Gammelfleisch oder das nicht deklarierte Pferdefleisch. Und ich möchte mir auch nicht vorstellen, was in den jetzigen heutigen Industrieprodukten damit beigemischt wird, was jetzt nicht als Skandal gilt, aber trotzdem jetzt nicht unbedingt gesundheitsförderlich ist. Und schaut man sich mal diese ganzen Produkte an, da wo jetzt diese Insektenbestandteile oder Insektenmehl halt auch sowas mit beigemischt wird, dann stelle ich jetzt zum Beispiel fest, dass das sehr viele Fertigprodukte auch sind. Für all diejenigen, die sich beschweren, dass die EU uns krank machen möchte, schaut man sich einfach mal diese Produkte an, die würden bei mir nie auf den Tisch landen, die sind ja schon so gesundheitsgefährdend, irgendwelche Fertigprodukte, wo ich da gar nicht weiß, welche Konservierungsstoffe, zusätzliche Geschmacksverstärker und alles mögliche mit beigemischt werden. Selbst die veganen Ersatzprodukte würde ich zum Beispiel meiden, weil ich die auch nicht als gesundheitsförderlich erachte. Ein weiterer Diskussionspunkt ist die nicht eindeutige Kennzeichnung, sodass halt die Leute gar nicht auf dem Schirm haben, dass da Insekten untergemischt werden, sondern das ja sowieso nicht verstehen und es einfach nur kaufen. Unabhängig vom jetzigen Insektenthema sollte man im Allgemeinen eigentlich keine Fertigprodukte kaufen, wo halt die Zutatenliste erstens Kilometer lang ist und du auch zum Teil die Inhaltsstoffe nicht aussprechen kannst bzw. nicht weißt, was das ist. Von daher, bevor ihr eure Energie einfach weiter verpulvert, arbeitet doch einfach an euch selbst. Baut euer eigenes Obst und Gemüse an, wenn ihr keinen Garten habt. Sprossen gehen zum Beispiel auch. Wenn ihr einen Balkon habt, da einen Balkonkasten hinstellen und so schauen, dass ihr halt da wenigstens etwas hinbekommt. Man kann auch Küchenkräuter bei sich in der Küche mit anbauen. Sonst geht ihr einfach zu eurem Bauern des Vertrautens, wo ihr wisst, dass ihr ordentlich anbaut. Wie zum Beispiel bei mir in einem Permakulturprojekt, wo ihr ohne Probleme einfach einkaufen könnt. Also hier unterstützt einfach kleine Bauern, die hier eine wunderbare Arbeit leisten, damit die auch von ihrer Arbeit gut leben können. Und auch hier Angebot und Nachfrage. Kauft die ganzen Sachen nicht ein, da schaut, wo die Insekten beigemischt werden, und da kauft überhaupt gar nicht diese Fertigprodukte, dass sie halt auch vom Markt verschwinden. Also schaut, dass ihr noch weiter in Richtung Autarkie und Unabhängigkeit kommt, also zum Beispiel in der Sache von Stromversorgung, falls es mal wirklich zu einem Blackout kommt, dass ihr zum Beispiel euren Kühlschrank noch weiter betreiben könnt, Gefriertruhen, dass ihr so einen Vorrat habt von Lebensmitteln oder von Nahrung, wo ihr wisst, dass da nichts beigemischt ist, dass es optimal ist, dass ihr da auch über die Runden kommt und nicht dann gleich wieder irgendwie abhängig vom Supermarkt oder ähnlichen werdet. Vernetzt euch, redet mit den Leuten und baut Gemeinschaften auf, denn gemeinsam sind wir stark, und natürlich schaut auf euer eigenes Innenleben und pflegt auch euren Körper. Das heißt, baut euch körperlich richtig gut auf, lauft genug, macht Krafttraining, dehnt euch, also alles drum und dran, damit ihr zum Beispiel einen starken Körper habt. Lernt auch zu fasten, einerseits wegen den gesundheitlichen Aspekten, der Körperreinigung, und wenn es mal wirklich dazu kommt, dass ihr eine Lebensmittelknappheit oder Nahrungsmittelknappheit habt, dass ihr nicht sofort verrückt werdet, wenn ihr vielleicht mal ein, zwei, drei Tage nicht etwas zu essen habt, sondern nur auf Wasser oder Tee zurückgreifen müsst. Dann informiert euch natürlich, was man alles in der Natur für essbare Sachen findet. Wildkräuter, Beeren, Pilze. Gibt es ja genug YouTube-Videos, die man sich anschauen kann, beziehungsweise auch Bücher, werde ich euch unten zum Beispiel ein paar Bücher verlinken, die ich euch empfehlen kann. Und schaut, dass ihr euch auch finanziell gut aufstellt, damit ihr zum Beispiel auch qualitativ hochwertiges Obst und Gemüse euch leisten könnt. Von daher würde ich auch mal in die Richtung gehen, dass man halt hier zum Beispiel so ein Unternehmen oder eine eigene Selbstständigkeit aufbaut, investiert, damit man halt, wenn es ja jetzt mal auch zu Geldknappheiten kommt, dass man halt jetzt nicht so einen Müll zum Beispiel kaufen muss oder beziehungsweise angewiesen ist, zum Beispiel auch von Fastfood-Ketten da den ganzen Schrott da einzukaufen. Wie ihr sehen könnt, könnt ihr richtig viel machen, und wenn ihr das Ganze auch versucht mal in euren Alltag umzusetzen, da habt ihr ehrlich gesagt auch keine Zeit mehr in Facebook oder in anderen Social-Media-Kanälen eure Empörung mit auszuschreien, weil ihr einfach nicht genug Zeit und auch die Energie dafür habt. Von daher kann ich nur jedem empfehlen, ich habe auch genug Videos gemacht zur Sprossenanzucht, auch
zu Permakultur besteht ja mein ganzer Kanal auch zum Fasten, werde ich ein paar Videos auch unten verlinken mit den ganzen Grundinformationen und auch hier auf meiner Webseite, wo ich zum Beispiel auch Kurse und Coaching dementsprechend auch anbiete oder schaut auch dementsprechende Videos an, also informiert euch einfach. Ein wichtiger Punkt noch zum Abschluss, wie gesagt, es ist wichtig und richtig, neutral die Leute zu informieren, dass da jetzt neue Änderungen kommen, die vielleicht nicht für alle so gut sind oder die es halt nicht alle befürworten. Hier aber auch wichtig, informiert die Leute und lasst sie dann auch selber entscheiden. Jeder trägt die Konsequenzen für sein eigenes Handeln und auch für seine Entscheidungen und das sollte man auch dementsprechend berücksichtigen. Also wenn es den Leuten egal ist, dass da Insekten runtergemischt werden und sie es dann trotzdem essen, dann soll man es auch dementsprechend respektieren. Die Leute kaufen das ganze Zeug von der Massentierhaltung auch zum Beispiel. Da ist ja auch alles mit Medikamenten vollgepumpt, ist eine reinste Katastrophe. Natürlich sollte das nicht subventioniert werden und der Schaden sollte auch damit in den Preis mit einfließen, wenn man solche Sachen kauft. Damit die Leute dann nochmal hier in Sachen vom freien Markt dann auch merken, okay, wenn ich das kaufe, dann muss ich die ganzen Folgenschäden mitbezahlen. Wenn sich die Leute für diese qualitativ minderwertigen Produkte entscheiden, sich von der EU alles Mögliche vorschreiben und diktieren lassen, dann ist das halt eben so, da muss man halt dementsprechend seine eigenen Konsequenzen draus ziehen und selbst was machen bzw. in die eigene Schöpferkraft auch gehen. Und wie ist es halt in der Natur? Die Schwächeren werden ausselektiert und die Starken überleben sozusagen. Also von daher, wie ich halt am Anfang erwähnt habe, haltet euren Körper fit, haltet euch gesund, baut euer eigenes Obst und Gemüse an, werdet autark und selbstständig, dann löst sich dieses Problem auch von alleine. Natürlich nicht von heute auf morgen, sondern über einen längeren Zeitraum. Nichtsdestotrotz, das war jetzt mein Senf dazu zu der ganzen Thematik. Wie gesagt, ist für mich einfach nur eine heiße Luft und das ganze Drama drumherum, um halt wieder die Leute abzulenken, so ein bisschen Beschäftigungstherapie. Dann sehen wir uns in dem nächsten Video zur Selbstversorgung bzw. Permakultur oder auch schleimfreien Heilkost/Gesundheit. Ciao.